Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen spooky Video. Es wird sehr, sehr spooky, denn ich habe wieder eine neue verfluchte Nummer gefunden. Kurz mal im Eskalieren, Leute, aber es muss sein, denn die sind immer besonders unheimlich und momentan kursieren eine Menge verfluchte Nummern. Und ihr wolltet ja unbedingt, dass ich wieder eine neue ausprobiere und tada, hier kommt das Video dazu. Wir werden es heute zusammen ausprobieren, ob sie tatsächlich geht oder nicht. Aber ich habe die Nummer gefunden, jetzt halte ich euch fest, von Mommy Longlegs aus Poppy Playtime Chapter 2. Ich finde sie unheimlich. Ich finde sie sowas von unheimlich, genauso wie Huggy Wuggy und so weiter. Und ja, wir schauen einfach mal. Sie soll angeblich gehen. Sie soll gehen. Lasst mich unbedingt mit einem Daumen nach oben wissen, ob ich weitere verfluchte Nummern ausprobieren soll. Und wenn ihr wieder täglich eine Dosis Becky bekommen wollt hier auf YouTube. Und wenn wir schon beim Thema Gruseln sind, schreibt mir gerne eure Spooky Story wieder in die Kommentare. Ich würde sagen, ich verbinde mein Handy wieder mit meinem Notebook, damit ich das Ganze aufnehmen kann, meinen Bildschirm und so. Und dann schauen wir mal und sehen uns um Punkt 3 Uhr wieder. Okay, Leute, wir haben es 3 Uhr. Es ist soweit. Okay, Leute, schauen wir mal, ob mir irgendwas auf WhatsApp angezeigt wird. Ich suche mal eben. Da ist ein Bild drin! Da ist ein Bild drin und ein Status! Sei mein Spielkamerad. Das hört sich schon gruselig an. Es klingt schon gruselig. Oh, ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich schreibe jetzt einfach nur hey. Ich weiß nicht, was ich sonst... Es wurde zugestellt. Es wurde zugestellt. Ich weiß nicht, was ich sonst schreiben soll. Aber es ist echt schwer zu wissen, wie du solche verfluchten Nummern anschreiben sollst. Keiner ist online. Also Lesebestätigung habe ich ausgestellt. Warte jetzt. Die Nummer ist online gekommen. Die Nummer ist online gekommen. Oh, ich muss mich in der Decke einbummeln. Die schreibt irgendwas. Die schreibt was? Hallo, bist du ein neuer Spielkamerad? Mit einem Joystick-Emoji? Als ob ich ein Spielkamerad bin. Niemals. Niemals. Dämon weiche von mir. Das ist schon ewig her, als sich das letzte Mal jemand zum Spielen gemeldet hat. Wie wunderschön. Was? Alter, nein. Bitte was? Also ich finde das schon unheimlich. Wieso sollte ich mich um 3 Uhr nachts zum Spielen melden? Nein. Nicht mit mir. Was soll ich dazu sagen? Einfach nur, wem gehört die Nummer? Weil, als ob. Wisst ihr, was ich meine? Als ob. Man weiß ja nicht, wer dahinter steckt, ne? Ob das irgendwie so eine Scherznummer ist, ob das ein Hacker ist. Keine Ahnung, diese Nummern sind einfach unheimlich. Ich bin Mommy Longlegs. Hat ja super funktioniert. Na toll. Wir werden definitiv noch FaceTime ausprobieren, wenn das geht. Ich liebe es zu spielen. Hä, was ist das? Spielst du mit mir? Wenn ich jetzt Nein sage, verärgere ich wahrscheinlich wieder die Nummer, so wie ich schon die Erfahrung gesammelt habe. Lenken wir ab. Fragen wir jetzt sie was anderes. Wie soll ich dir denn bitte glauben, dass du es wirklich bist und nicht nur irgendein Hacker, der seine Nummer ins Internet postet. Soll ich schreiben, wie wäre es mit einem anderen Spielkamerad? Vielleicht sagen wir das so, das ist netter formuliert. Ich hoffe, dass ich nicht die Nummer verärgert habe. Ich hoffe nicht. Ach, du wirst das schon früh genug sehen, dass ich es wirklich bin. Was soll das denn heißen? Hilfe? Aber wieso willst du nicht mein Spielkamerad sein? Das habe ich ja nicht direkt gesagt. Nur indirekt. Wieso ich? Wieso immer ich? Das macht Mami Longlegs sehr, sehr traurig mit so einem weinenden Emoji. Schon wieder ein weinender Emoji. Die Spam! Ich will dir erst ein paar Fragen stellen. Ich habe ja gesagt, ich will nicht direkt Nein sagen. Wie denken sie jetzt ab? Dann überlege ich es mir. Wenn das irgend so ein Hacker ist, der einfach so eine random Nummer hat, der weiß doch gar nicht die Details, oder? Ausnahmsweise darfst du das, weil ich glaube, du wärst der perfekte Spielkamerad für mich. Aber du weißt, ich mag keine Gäste. Ich will nur jemanden, der für immer bei mir bleibt. Okay, dezent creepy, aber okay. Fangen wir mal ganz einfach an. Welche Farbe hast du denn? Damit sich die Person oder wer auch immer dahinter steckt, halt sicher fühlt. Wisst ihr, was ich meine? Ich stelle jetzt so offensichtliche Fragen erstmal und dann, ja, gehen wir auf Details ein. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich bin hellrosa. Na, okay, irgendwie ja rosa, hellrosa, pink. Nein, ich liebe kein Rosa. Das sage ich aber jetzt nicht. Ich sage keine Details über mich. Ich gehe darauf nicht ein. Welche Farbe hat dein Haargummi?
Ich sehe da nämlich eins oben auf dem Bild. Außer die Person schaut jetzt irgendwie das Bild selber an. Aber geht ja schlecht, oder? Da müsstest du dauernd switchen und so. Ich weiß nicht, ob man sich sowas so merkt. Natürlich Babyblau. Okay, vielleicht weiß die Person das wirklich sehr gut. Ich liebe auch Babyblau. Oh, wow, könnte ich sein. Ich habe Gemeinsamkeit mit einer verfluchten Nummer. Wow, vielleicht bin ich doch der perfekte Spielkamerad. Oh mein Gott, was ist, wenn die das weiß? Oh, ich will nicht darüber nachdenken. Das sind so schöne Farben, nicht wahr? Wenn du sie bist, wie trägst du deine Haare gerade? Nur Pferdeschwanz, alles andere hasse ich. Okay, das stimmt auch irgendwie schon wieder. Hast du blaue Augen? Nein. Direkt geantwortet, direkt, Leute. Oh, was? Was? Habe ich die verärgert? Hilfe! Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich habe Angst vor diesen Nummern. Ehrlich, warum sind die so? Das darf man anscheinend nicht sagen. Grün wie das Leben, Natur und Gift. Und dann so lachen. Okay, das macht mir Angst. Das macht mir wirklich Angst. Klingt extrem unheimlich. Fast schon irgendwie bedrohlich. Findet ihr nicht? Ich weiß nicht, ob es so gut ist, zu sagen, man hat Angst bei diesen Nummern. Das hat sie nicht gesagt. Du solltest Angst haben. Genau sowas meine ich, Leute. Genau sowas meine ich. Weißt du, wie spät es gerade ist? Ja, nach 3 Uhr. Was spielt das für eine Rolle? Also ich meine, die sieht doch selber die Uhrzeit. Oder war das jetzt vorwurfsvoll gemeint? Und deswegen sollte ich Angst haben? Du weißt schon, was 3 Uhr nachts bedeutet oder etwa nicht, mein Kind. Okay, nee. Ich bin einfach nur wach. Ich kann nicht schlafen, mehr nicht. Deswegen schreibe ich random Nummern an. Ganz normal, ganz normal. Nein, ich weiß es nicht. Was ist denn damit? Lieber so tun, als hätte ich keine Ahnung. Sie schreibt jetzt irgendwas wieder. Leute, sie hat geschrieben. 3 Uhr nachts sollte man niemanden stören, weil ich gerade jetzt dabei bin, meine Spielkameraden zu umarmen, um meine ganze Liebe zu zeigen. Aber hat sie nicht vorhin am Anfang gesagt, sie hat ewig niemanden mehr gehabt? Warum schickt die mir schon wieder diese ekligen Emojis? Immer 3-mal. Ich bin nicht blöd. Du hast schon ewig niemanden mehr zum Spielen gehabt. Meintest du doch selbst. Bevor sie sagt, ich lüge rum oder so. Wieder ein Emoji? Alter, was soll ich von der Nummer halten, bitte? Vertraust du mir etwa nicht? Eine verfluchte Nummer vertrauen. Ist es dein Ernst? Nein. Das macht mich sehr, sehr traurig. Ich glaube dir eher weniger. Was ist mit Huggy Wuggy? Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt kommt. Hä, nur ein Lachen? Warum nur ein Lachen? Was ist das? Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Und lacht wieder. Schon wieder 3-mal. Immer 3-mal. Du weißt mehr, als du gerade sagst. Du bist gruselig. Wisst ihr was? Ich rufe die Nummer jetzt einfach an. Ist mir egal. Ich rufe die Nummer jetzt einfach an. Und dann schauen wir mal, was passiert. Weil mal ganz im Ernst, wer steckt dahinter? Es geht, es geht, es geht. Warte, ich muss die Kamera umdrehen. Wie geht das hier? Es verbindet, es verbindet. Was? Warte. Hey, woher weißt du das? Ich habe die Kamera umgedreht. Und warum zeigst du dich nicht? Oh, es ist so lange her, als mich jemand angerufen hat. Warum zeigst du dich immer noch nicht? Was ist das? Bleibst du für immer oder gehst du? Hä? Hä, hey, als ob ich für immer bleibe. Nein, ich bin nicht dein Spielkamerad. Nein. Willst du mit mir spielen? Ich habe doch gerade gesagt nein. Zeig dich. Nimm mich so, so alleine. Weißt du? Ist mir doch egal. Ganz im Ernst. Ist mir egal. Du willst nicht, dass ich böse werde oder etwa doch. Hä? Warum zeigst du dich nicht denn?
Was ist das Problem? Ich hole deine Seele. Was? Und dann? Tja, das verrate ich nicht. Was? Sind einfach aufgelegt, sind einfach aufgelegt. Wird irgendwas gelabert mit meiner Seele oder so? Sie hat sich einfach nicht gezeigt. Es war viel zu dunkel. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gesehen. Ey, wie unheimlich war das bitte?